So, servus, es ist wieder früh am Morgen, die Augen sind wieder klein, es geht wieder los. Ja, die Logik des Gehens Tour Teil 2, diesmal mit München, Hannover und Münster. Wie immer, es geht los. Also, schön anschnallen, gehört sich so, und an das Gefährt und ab dafür. Bis später. Puh, anstrengende Reise, A3 nach München und die A9 ist echt kein Witz. Länger gebaut als gedacht, viel Stau, ziemlich anstrengend die Fahrt und ganz schlimm nach München reinzukommen. Da habe ich mehr Zeit gebraucht als auf der Autobahn fast. Aber ich bin trotzdem ja, mit viel Puffer noch angekommen, mache mich jetzt wie üblich gleich nochmal ein bisschen frisch und gehe dann mal in die Innenstadt. Schauen wir ein bisschen München an und dann geht's zum Vortrag. Hier übrigens mein kleines, aber feines Hotelzimmer mit Kaminfeuer in diesem Sinne. Ja, mache ich mich mal fertig und dann geht's los. Bis gleich. Also München gehört auch zu den Städten, wo mittwochs mittags schon tierisch viel los ist und tierisch viel Touristen unterwegs sind. Auch hier mit Lanze unterwegs ein bisschen schwierig, aber dafür natürlich wie immer in München ganz schöner Ausblick und ja, schöne touristische Sachen, wenn wir mal so gucken. Yes! Nicht der Einzige, der filmt. Oh Gott, das Fernsehen überall. Alles wegen mir. So, die Münchner Vorträge sind auch vorbei. Ich habe zwar vergessen, während der Vorträge zu filmen, aber trotzdem ist es sehr gut gelaufen. Im Prinzip wollten mich die Teilnehmer fast nicht mehr gehen lassen. Sie ist es auch jetzt schon ganz schön spät. Und ich gehe jetzt mal zurück ins Hotel, wenn ich den Weg noch finde. Und dann mache ich mich morgen auf den Weg nach Hannover und mal gucken, was mich da erwartet. Jetzt gucke ich mal noch so ein bisschen München. Sehr schön hier bei Nacht. Und wie gesagt, wenn es dann zurückgeht, ins Bettchen, schlafen und morgen weiter. Für dich eine gute Zeit und wir sehen uns morgen im Auto. Tschüss. Morgen. Ich bin ja ein großer Fan von Parkhäusern. Das bedeutet, ich suche gerade mal wieder mein Auto. Nee, hier ist es nicht. Scheiße. Alternative Weg nach unten gewählt, aber der führt ins Nirgendwo. Mal gucken, ob ich es noch finde. Und jetzt siehst du mal, wie verwirrt ich bin. Guck mal, wo ich reingelaufen bin. Super. Also, bis später. So, wir könnten der Sache näher kommen.
sieht super aus. Tür geht auf. Hervorragend. Da ist das ES-Mobil. So, das war es auch schon aus München. Mein Trip geht jetzt weiter nach Hannover. Nochmal 600 Kilometer. Und ja, mal sehen, was uns da erwartet. Wird bestimmt auch wieder eine lustige Veranstaltung. Nichts anderes bin ich gewohnt. Hier ist das ES-Mobil. Und ab geht's auf die Reise. Bis später. Okay, ich bin jetzt aus dem Weg raus, aus München, was ja immer scheinbar etwas eine schwierige Angelegenheit zu sein scheint. Und da möchte ich noch ein paar Gedanken mit dir teilen, die ich ja wieder mal auf einem dieser Vorträge hatte. Und zwar ist es so, naja, vielleicht liegt es in der Natur der Sache, aber man hat natürlich auf solchen Vorträgen auch häufig Leute, die Bewegungsprobleme haben oder in dem Fall besonders Fußprobleme. Und genauso wie bei meinen Klienten ist es doch immer wieder faszinierend, wie ja, fix die Leute in der Idee sind, dass sie ein Problem haben und dass damit sozusagen alles vorbei ist. Das heißt, jemand, der Arthrose in den Knien hat oder irgendwas, ein Hallux Valgus, denkt, okay, jetzt kann ich mich eh nicht mehr bewegen und das ist jetzt das Ende der Fahnenstange und damit ist es vollkommen legitim, dass ich mich insgesamt im Bewegen vernachlässige. Das ist aber totaler Quatsch, weil erstens ist es häufig so, anders als die Schulmedizin das häufig sagt, also man geht da natürlich davon aus, okay, was ist so der Endzustand, was ist das Schlimme, kann man auch da oft die Situation durch richtiges Bewegen, durch Lösen von gewissen Strukturen irgendwo ein bisschen verbessern. Ganz weg muss ja noch nicht mal sein, aber man kann es zumindest verbessern. Und das ist ja schon mal eine Verbesserung, wie der Begriff ja schon sagt. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass viele Menschen, die beispielsweise irgendwo Arthrose haben, dann anfangen, ja, gar nichts mehr zu machen mit ihrem Körper, weil sie ja halt eben Arthrose in den Knien haben zum Beispiel. Und auch das ist eigentlich ein ganz, ganz falscher Ansatz, denn auch hier kann ich ja mit meinem Körper arbeiten, um dieses Problem drumherum zu arbeiten. Das heißt, mich weiter funktional zu verbessern und vielleicht sogar auch mein Bewegen, was die Beine betrifft, so weit zu verbessern, dass ich abseits von der Arthrose mich wiederum so gut bewege, dass die Arthrose mich gar nicht so sehr behindert. Moshe Feldenkrais beispielsweise hat seine ganze Feldenkrais-Methode im Prinzip erst dann entwickelt, als er ein kaputtes Knie hatte. Das heißt, wenn du so ein Problem hast, dann ist es eigentlich nicht Zeit aufzugeben, sondern ja, mehr oder weniger eine Therapieform zu entwickeln. Deine eigene persönliche individuelle Therapieform. Und das ist auf der einen Seite immer sehr traurig, wenn man das sieht bei Menschen, die schon seit 20, 30 Jahren ja, irgendwie aufgegeben haben und nichts mehr machen. Und auf der anderen Seite dann positiv, wenn sie dann über so einen Vortrag hören, so, ach Moment, da gibt es ja Möglichkeiten und man kann ja doch was machen, das kann sich doch verbessern. Von daher, naja, vielleicht so als kleines Samenkorn fürs Gehirn, für dich zum Denken. Es ist, wenn man ein Problem hat, ist es schon schlimm. Idealerweise kommt man gar nicht erst zu dem Problem hin, wenn man sich funktional bewegt. Aber wenn man es dann hat, vielleicht durch einen unglücklichen Zufall, einen Unfall oder was auch immer, dann sollte man trotzdem weiterarbeiten oder gerade dann sollte man weiterarbeiten und sein Bewegen verbessern, funktionaler werden, damit das Problem nicht so ein großes Problem ist, wie es vielleicht zu sein scheint. Okay. So viel zur kurzen Ansprache hier auf der A9. Ich düse mal ein bisschen weiter in Richtung Hannover. Mal sehen, was die Baustellen und Staus heute so bringen, weil diese Strecke A3, A9 ist eine ganz, ganz blöde in der Hinsicht. Und wir sehen uns und hören uns wieder in Hannover. Also, gute Fahrt an mich und viel Spaß an dich. Bis gleich. Okay,
Okay, angekommen in Hannover und ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht, was es für unterschiedliche Zimmerkonzepte gibt. Ich bin jetzt hier im Novotel Suite, hier mit Bett, alles irgendwie so ein bisschen modern gehalten, aber sogar hier mit einer Mikrowelle und Küchenzeile so ein bisschen. Und auch interessant, eine Gästecouch. Naja, kann man mal gucken. Schauen wir mal ins Bad. Ja, auch das ganz interessant hier. Bisschen anders. Ich mache mich wie immer jetzt mal frisch und dann geht's in die Bär-Filiale in Hannover und wahrscheinlich werde ich dort auch wieder einen alten Bekannten treffen. Also bis gleich. So, ich bin jetzt hier in Hannover vor der Bär-Filiale hier hinter mir und der Vortrag geht gleich los. Wie gesagt, ich bin gespannt, wer da so alles kommt, was für Teilnehmer da sind. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bis gleich. So, Vorträge sind vorbei. Rainer Reitz ist auch da. Wie war's, Rainer? Sehr gut. Viele neue Klienten, potenzielle Klienten für die Faszientherapie ES gewonnen und dank dem guten Vortrag haben viele Leute auch heute was gelernt. Super. Die 50 Euro kriegst du gleich rein für den Beitrag. Und ich lade jetzt nach Hause und dann Euglein zu. Und morgen geht's nach Münster. Mal gucken, wie es da wird. Bis dann. Tschüss. So, guten Morgen. Tja, das war's in Hannover. Sehr schön, schönes Hotelzimmer gehabt. Mit einem schönen Sky-Kanal. Konnte ich schön Filme gucken. Ich fahre jetzt weiter nach Münster, der letzten Station. Und auch da, wie immer, bin ich mal gespannt, wie es da aussieht. Und wer mich da erwartet. Gestern in Hannover waren tatsächlich sehr, sehr, sehr viele sehr interessierte Teilnehmer, also ganz viele Fragen. Und wir sind noch ganz lange in der Filiale gewesen und durften dann noch ein paar Sachen erklären, Rainer Reitz und ich. Tja, das ist das, was immer diese Trip so interessant macht, viele Menschen zu treffen und sich auch viele verschiedene Themen und verschiedene Geschichten anzuhören. In diesem Sinne, und von daher, in diesem Sinne sage ich sehr oft, bin ich tatsächlich jetzt neugierig, wer mich auf der letzten Etappe in Münster erwartet. Also, es geht los und bis später. So, wieder mal in einem der Parkhäuser dieser Welt. Ich bin ganz früh in Münster angekommen, habe noch ein paar Stunden Zeit und gucke mir jetzt mal ein bisschen die Stadt an und schaue mal, ob ich für meine Tochter Mitbringsel finde. Mal gucken, was hier so existiert in Münster. Bis später. So, angekommen, alles ist aufgebaut, ready für das Grand Finale. Ich bin sehr neugierig auf Münster und mal schauen, was wir da noch für interessante Teilnehmer mit interessanten Fragen haben. Geht wieder los, bis gleich. So, das war sie, die Logik des Gehens Tour 2015. Mit Münster jetzt den letzten Vortrag ist die ganze Geschichte vorbei. Hinter mir liegen irgendwie über 3000 Kilometer in den letzten zwei Wochen und irgendwas zwischen 200 und 300 Teilnehmern. Ganz super Geschichte, hat sehr viel Spaß gemacht und mal schauen, vielleicht werden wir 2016 die ganze Sache nochmal weiterführen. Also nochmal in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du mitgekommen bist auf dieser Reise. Wenn es dir Spaß gemacht hat, schau dich weiter um hier in diesem Kanal, da gibt es noch ganz viele interessante Videos und ich würde mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst und den Kanal abonnierst.
oder auch ansonsten noch weiter vorbeischaust unter www.es-body.de oder www.es-blog.com. Ja, ich schmeiß mich jetzt wieder ins, wo ist es hin? Da, ins ES-Mobil und fahre nach Hause zu meinen beiden Herzdamen und freue mich auf ein kleines bisschen Pause, weil morgen am Samstag geht es schon gleich weiter, volle Hütte an Klienten, denn die mussten ja auch auf mich warten. Also, wir sehen uns, bleibt auf dem Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!